Wir erhalten nicht alle Zeitschriften und Zeitungen gratis, der große Teil schon, der kommt tatsächlich kostenlos rein. Darüber sind wir auch sehr dankbar, weil wir ein limitiertes Budget haben. Aber sehr viele Zeitungen und Zeitschriften kriegen wir im Abonnement, wie eine Privatperson zu Hause. Das heißt, wir bezahlen einen Betrag für ein Jahr, zum Beispiel für den Bund, und kriegen dann den Bund ein Jahr lang regelmäßig zugestellt. Das Schweizerische Literaturarchiv verfügt über ein jährliches Budget, ein Erwerbsbudget von 500'000 Franken, das wir jedes Jahr einsetzen können, um Nachlässe und Archive zu erwerben. Pro Jahr übernehmen wir zwischen 5 und 10 Nachlässen. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass uns Autorinnen und Autoren ihre Nachlässe schenken. Das ist eigentlich die Form, die wir bevorzugen, aber es ist nicht immer möglich, eben das als Schenkung ans Literaturarchiv zu übergeben. Wir haben eine Vereinbarung mit den Verlegerverbänden und sie überreichen uns ein Exemplar ihrer Neuerscheinungen gratis, quasi im Gegenzug zu unserer Dienstleistung, die da ist, eben aufbewahren, katalogisieren, im Magazin korrekt aufbewahren für die Ewigkeit sozusagen oder mindestens für ein paar Generationen. Bei digitalen Publikationen ist im Gegensatz zu den gedruckten Publikationen, es ist wirklich so, dass man sie nicht einfach abspeichern kann und dann dort 100 Jahre oder noch länger aufbewahren kann, sondern man muss eben sie wirklich pflegen. Das heißt, man muss Strategien entwickeln für die Langzeiterhaltung und die Langzeitverfügbarkeit dieser Publikationen. Und da spricht man zum Beispiel von Migrationen. Das, wenn man eben weiß, ein bestimmtes Format, das wir in unserem Archiv haben, wird in einem Jahr oder noch später abgelöst, wird man es auf dieses neue Format migrieren müssen, umkopieren müssen. Früher haben wir einfach mit Nachkommen geschaut, ob wir die Nachlässe übernehmen können. In der letzten Zeit sind wir vermehrt dazu übergegangen, eben direkt mit den Autoren das Gespräch zu suchen, Kontakte zu pflegen mit Autorinnen und Autoren und gemeinsam zu überlegen, eben was mit ihren Dokumenten geschehen soll. Es ist natürlich so, dass da immer sehr viel persönliche Dokumente auch vorhanden sind, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Autorinnen und Autoren nicht unbedingt wünschen, dass diese ganz persönlichen Dinge wie Tagebücher oder intime Briefe oder so, dass die zugänglich werden. Es ist aber allerdings so, dass wir auch mit den Autoren aushandeln, eben welche Teile eines Nachlasses oder eines Archivs eben zugänglich sein sollen. Ein Beispiel ist Mark Forster, der Regisseur vom James Bond. Der ist ja Deutscher, in Davos aufgewachsen, spricht Schweizerdeutsch, alle denken, er ist Schweizer, aber er ist eigentlich Deutscher. Und da wurde er eingebürgert. Das heißt für uns dann sofort die Kataloge gehen und nachschauen, was gibt es für Publikationen von ihm, was gibt es für Bücher von ihm. Dass dann nachträglich wird dann das noch angeschafft. Mit Hermann Hesse ging das wohl seinerzeit auch so. Hängt immer ein bisschen auch von den Geburtstagen, Todestagen, die man gerade feiert zusammen. Also im Einstein-Jahr konnten wir uns kaum noch retten vor Einstein-Büchern in allen Sprachen und dann ebbt es wieder ein bisschen ab. Dann sind natürlich auch viele junge Autoren, die uns mit sehr vielen Übersetzungen überraschen, wie Alain de Botton. Da sind zum Beispiel 176 Einträge schon verzeichnet. Das ist recht viel für so einen jungen Autor. Nicht nur die neuen, die lebenden Autoren sind für uns interessant, sondern eben auch Leute, die nicht selber was geschrieben haben. Da gibt es zum Beispiel den Juan Gamper, der Gründer des FC Barcelona, das ist ein Schweizer. Der Hans Gamper, der Metzger, glaube ich, der ist nach Spanien ausgewandert und über den gibt es einfach Bücher und die schaffen wir dann auch an.
Wir haben knapp 40 Websites ausgewählt, die während der Euro 08 eingesammelt worden sind. Es wurden Themen abgedeckt wie Tourismus, Wirtschaft, die Sicherheit an der Euro 08. Und die Idee ist die, dass diese Websites in diese Sammlung an und für sich von der Euro 08 dann eben auch in 100 Jahren oder in 200 Jahren der Öffentlichkeit noch zur Verfügung stehen wird und dass Historiker, die daran interessiert sind, dann eben diese Publikationen, diese Websites anschauen können und erkennen können, wie wir letztes Jahr mit dieser Euro 08 umgegangen sind in der Schweiz. Also wenn wir eine Zeitschrift, eine Zeitung sammeln, wollen wir sie möglichst umfassend, vollständig sammeln. Das heißt von der ersten Nummer bis zur letzten Nummer, also wenn Sie die Schweizer Illustrierte von 1950, 13. Dezember suchen, finden Sie sie bei uns. Im gleichen hoffentlich Zustand wie die letzte Nummer, die hier bei uns gerade eingetroffen ist. Es ist so, dass eigentlich viele Autoren Interesse haben, ihre Dinge ins Literaturarchiv zu geben. Wir haben dazu eine eigene Erwerbspolitik eigentlich formuliert. Also was uns interessiert, sind Nachlässe und Archive von einer gesamtschweizerischen Bedeutung. Es ist so, dass wir nicht alle Anfragen positiv beantworten können. Wir müssen Dinge ablehnen, das kommt immer wieder vor. Inhaltlich machen wir keine Selektion, also eine Publikation wird nicht gesammelt, weil sie uns inhaltlich nicht gefällt. Die Idee ist ja wirklich, dass wir möglichst umfassend Periodika sammeln, die in der Schweiz erscheinen. Wir sammeln sogar 6 Hefte, also ob uns das passt oder nicht, die gehören auch zur Schweizer Medienlandschaft. Wir prüfen nicht, ist ein Buch gut übersetzt, schlecht übersetzt. Wir prüfen auch nicht, ist es weltanschaulich vertretbar. Wir sind wirklich neutral. Es sind formale Dinge, die entscheiden, ob ein Titel angeschafft wird und nicht inhaltliche. Natürlich haben wir selber Präferenzen und Dinge, die wir lieber anschaffen als anderes, aber es ist nicht unsere Aufgabe, das zu prüfen und auch nicht zu urteilen.